Herzlich willkommen im Das Alpenhaus Kaprun. Ich bin hier in Kaprun wieder zum Castle Camp auf Burg Kaprun, dazu auf www.legourmand.de, Le Gourmand, das Genießermagazin, demnächst mehr. Und ich möchte euch gerne das Hotelzimmer zeigen, das ich hier für die Tage bewohne. Das Zimmer 308 ist komplett neu. Nein, das ganze Hotel ist neu. Es war früher bekannt als das Steigenberger Kaprun. Dazu findet ihr in meinen YouTube-Videos auch einen entsprechenden Film, denn auch in diesem Haus war ich schon einmal. Und für viele Millionen Euro ist das Haus komplett umgebaut worden. Und es ist richtig, richtig schön geworden. Am Eingang ist ein riesiger, verspiegelter Schrank, den ich euch mal kurz zeige. Schön groß, da hängt schon meine Jacke und hier haben wir auch genügend Platz, um Sachen aufzuhängen, unterzubringen und so weiter und so fort. Das reicht wirklich für ein paar Tage schönsten Urlaub. Das Zimmer hier ist eigentlich ja eine Art Junior Suite, wenn man so will, eine wunderschöne Sitzgelegenheit hier vorne mit einem urigen Holztischchen, eine schöne toll gestaltete Lampe dort in der Ecke, gegenüber von der Sitzgelegenheit ein kleiner Kamin und ein Flatscreen-Fernseher. Ja, drehen wir uns hier mal um. Das ist das wunderschöne große Bett, schön gestaltet, netter Hintergrund, ein Schreibtisch, Minibar, ist alles vorhanden. Und hier hinten ist das Anziehzimmer. Im Anziehzimmer, also auch nochmal ordentlich Platz, um hier einen Ski- oder Wanderurlaub zu verbringen, und eine schöne Wellness-Tasche, Bademäntel, da hinten ist auch ein Safe. Kleiner Blick rein, ohne Steckdose, aber schön gemacht das Ganze. Das Zimmer ist hell, es ist groß, geräumig, und was auch neu ist in diesem Hotel, ist der riesige Wellnessbereich. Den werde ich hoffentlich am Sonntag noch kennenlernen. Werfen wir mal einen Blick raus vom Balkon, denn die Umgebung hier ist immer wieder gigantisch schön. Heute leider schon etwas spät geworden, aber das ist hier so der Blick vom Balkon des Zimmers 308, den ich euch mal so schnell zeige. Ja, soweit so gut.